Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing-Video von mir. Heute mit einem sehr großen Kalender, den ich mit meinem Knie stützen muss. Ich habe für 99 Euro den Möbel Höffner Adventskalender gekauft, weil ihr euch das gewünscht habt. Ich hätte ihn mir sonst gar nicht gekauft, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, was in so einem Kalender drinne sein soll. Ich habe gar keinen Plan. Und ich werde ihn heute gemeinsam mit euch auspacken und gucken, ob er sich im Preis-Leistungs-Verhältnis lohnt oder nicht. Für diejenigen von euch, die nicht wissen, wie ich das mache. Ich mache es immer so, wir gehen Türchen 1 bis Türchen 24 gemeinsam durch, Türchen für Türchen, bewerten den jeweiligen Inhalt dann nach Haufen, doofer Haufen, mittlerer Haufen, guter Haufen. Am Ende gucken wir uns die Häufchenverteilung an und gucken, ob sich der Kalender im Preis-Leistungs-Verhältnis lohnt oder nicht. Und das alles machen wir nach dem Intro. Ich muss das Riesenteil hier erstmal abstellen. Ich lese euch jetzt mal vor, was da so steht. Streng limitiert und schnell vergriffen. Exklusive Produkte im Wert von 250 Euro. 24 Türen mit hochwertigen Überraschungen. 99 Euro geteilt durch 24 bedeutet, jedes Türchen müsste so einen Warenwert von 4,10 Euro haben. Ja, ein bisschen weniger wegen Kalendermaterial und. Aber ich bin gespannt und ich würde sagen, lasst uns anfangen mit Türchen Nummer 1. Ich muss den Kalender auf dem Schoß behalten, weil meine Kamera hat leider einen doofen Fehler. Das ist der einzige Makel an dieser Kamera. Wenn du zu nah rangehst, hat sie so komische interne Zoom-Geräusche und der Kalender ist so groß und so breit, dass er genau vor der Kamera ist. Das wollen wir nicht, also habe ich jetzt das Riesenteil hier auf dem Schoß und fange an mit Türchen Nummer 1. Türchen Nummer 1 sind Streusel. Also das Ding ist, ihr wisst, ich bin eher so eine Beauty-Pflegetussi, da kenne ich mich krass aus, mit Essen auch. Also das ist nochmal so ein Gebiet. Ne, nehmt es mir nicht übel, falls ich etwas komisch oder falsch bewerte. Wenn ihr etwas ganz anders als ich bewerten würdet, schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht sind das ja hammerkrasse, teure, hochwertige Streusel. Ich weiß es nicht. Ich google mal. Ho, ho, ho. Zuckerstreusel mit zarten Schokokugeln. 55 Gramm. Eine Packung Streuseln. Oh, das sind echt teure Streusel. Guck mal, das ist nämlich das Ding. Ich kenne mich halt nicht so krass aus. 90 Gramm kosten 6,90 Euro. Das sind 55 Gramm. Das heißt, der Warenwert von dem Türchen hier ist auf jeden Fall gegeben. Okay, krass. Hätte ich zum Beispiel jetzt nicht gedacht. Ist ja auch vielleicht spannend bei so einem Kalender. Vielleicht ist da ja genau mal was ganz anderes drin, als jetzt auch nur Beauty, nur dies, nur das. Ich packe die Streusel mal auf den guten Haufen, weil ich denke, die kannst du vielseitig nutzen. Du musst nicht unbedingt backen, weil das wäre jetzt auch nicht meins, aber du kannst sie auf Desserts nutzen, auf Kuchen, auf Joghurtspeisen, auf Deko meinetwegen, auf den Tisch. Also die kann man schon vielseitig verwenden. Das sind so auch weihnachtlich vom Motiv so Streusel. Die kommen mal auf den guten Haufen und jetzt kommt Türchen 2. Türchen 2 ist eine Silikonbackform. Oh, das ist schwierig, Denise. Also guck mal, normalerweise, also du hast so ein, ne, so ein Täschchen, Silikonbackform, Möbel, Höffner. Normalerweise mache ich es so, dass ich Keksformen, also Ausstechformen auf den doofen Haufen tue, weil die habe ich dann teilweise in Beauty-Kalendern, in Schmuckkalendern, in so ein dummes random Füllprodukt und dann auch nur eine Keks-Ausstechform. Das finde ich immer so ein bisschen blöd. Hier hast du 4 Silikonbackformen. Backformen. Und versteht mich nicht falsch, 4 ist besser als 1, also das macht ein bisschen Sinn für mich. Plus, soweit ich es einschätze, soweit ich mich auskenne, wenn ich was falsch sage, schreibt es in den Kommentaren gerne im Nachhinein und lest da. Kannst du die auch für andere Sachen benutzen, also nicht nur für Kekse und Backen, sondern auch für Eier oder so Muffins, nicht Muffins, also das auch, aber so Rührei, was du reintust mit Petersilie und solche Geschichten, meine ich jetzt zumindest. Deswegen packe ich es auf die Mitte, weil du kannst es vielseitig verwenden. Plus, es sind 4 Stück. So, also das macht für mich in so einem Kalender, der Mischmasch ist, keine Ahnung, schon Sinn. Türchen 3. Türchen 3 ist eine Duft Kerze, würde ich tippen. Ja, es ist auf jeden Fall eine Duftkerze. Hier google ich auch einfach mal den Preis, einfach weil es mich interessiert, weil dieser Kalender ist für mich halt total fremd. So, also ich kann ihn halt gar nicht zuordnen, deswegen müssen wir mal so ein bisschen gucken, das, was hier so geht, ne, damit man das ein bisschen zuordnen kann. Ach, das ist das eine Janky Candle? Gucke ich gerade falsch? Also, nee, aber oh, die riecht krass. Also so nach Tanne und Wald. Ach, Village Candle.
Lichthändel? Ich weiß, ich bin mir nicht sicher hier vom Preis. Das, was ich so sehe, ist schon teuer. Also hier sind Kerzen für 20, 30 Euro. Ich kann sie aber gerade nicht zuordnen, weil ich genau diese Kerze nicht finde. Aber krass, die riecht wie so ein Tannenbaum, aber in richtig gut. Also wow, also das habe ich auch noch nie gerochen bisher, muss ich sagen. Als ob du durch so einen richtig schönen Wald gehst und da so Tannen sind und sehr krasser Duft. Wow, die kommt auf jeden Fall auf den guten Haufen, weil das ist eine große Kerze, 40 Stunden Brenndauer, so steht hier hinten auf der Packung, das ist schon gut. Und dann dieser Duft, das ist schon weihnachtlich, also das ist auf jeden Fall guter Hauf. Türchen 4. Ja moin, ich hatte eine kurze Drehpause und habe einen Döner gegessen. Wundert euch also nicht, ob mein Lippenstift verschmiert ist und mein Haarband habe ich auch abgemacht, das hat gedrückt. Aber egal, darum soll es nicht gehen. Es geht jetzt um Türchen 4. Türchen 4 ist ein Set. Ach guck mal, das ist schon cool. Also so ein Kalender hatte ich echt bisher auch noch nicht. Ein Set bestehend aus 3 weihnachtlichen Postkarten und 3 Umschlägen. Finde ich auch gut, kommt für mich auch auf einen guten Haufen und ist echt eine schöne weihnachtliche Sache. Türchen Nummer 5. Türchen Nummer 5 ist eine Seife mit Honigmandel. Oh, die riecht sehr gut. Krass, also die riecht richtig schön, Digis. Wow, mit 150 Gramm. Das ist für mich auch ein schönes Produkt. Guck mal, auch schönes weihnachtliches Design. Auch hier guter Haufen. Türchen 6. Und damit der Nikolaus. Türchen 6 ist krass. Wow, Türchen 6 ist eine 10 Euro Geschenkkarte. Kein Gutschein, kein Mindestbestellwert, kein bla bla bla. Ja, okay, gültig bis 31.12.2023. Das ist natürlich cool. Aber eine Geschenkkarte. Das heißt, du hast für den Kalender 89 Euro bezahlt, weil 10 Euro kriegst du hier ja geschenkt. Und du wirst für 10 Euro irgendwas bei denen finden im Online-Shop oder so. Hammer cool. Das ist ein heftiges Türchen. Ich hasse das, wenn du Gutscheine hast. Mindestbestellwert 50 Euro, du kriegst 5 Euro Rabatt, bla bla bla. Ja, was ist, wenn ich nicht für 50 Euro bei euch kaufen will? Den könntest du ja notfalls sogar verkaufen, weißt du, wie ich meine? Weil er ja ohne Mindestbestellwert ist. Das ist ein sehr schönes Türchen. Auf jeden Fall guter Haufen. Heftiger Nikolaus. Das macht Spaß, den auszupacken. Türchen 7. Türchen 7. Papier ist ein Tannenbaum. Hängend faltbar. Größe 20 cm. Papier Ornament Tannenbaum. Kann ich persönlich jetzt nicht so viel mit anfangen. Ist aber eine schöne weihnachtliche Deko. Weihnachtliche Deko ist etwas, womit die meisten, denke ich, zu Weihnachten etwas anfangen können. Deswegen kommt das für mich auch auf den guten Haufen. Türchen 8. Türchen 8 ist gefertigt in Handarbeit individuell. Ein Kerzenlöscher. Okay. Habe ich gar keine Erfahrung mit. Also kann ich gerade gar nicht beurteilen, Digis. Also wenn ihr das wisst, schreibt mir das auch gerne, damit ich mich bilde. Warum löschen die Leute manchmal, ich kenne das, so eine Produkte, aber ich habe sowas noch nie benutzt oder so, keine Ahnung. Warum löschen manche mit sowas ihre Kerze, anstatt einfach zu pusten? Weil es vielleicht Kerzen gibt, wo du nicht rankommst, um zu pusten? Ich weiß es nicht. Ich weiß ehrlicherweise auch nicht, wie ich das bewerten soll, weil ich habe noch nie sowas benutzt. Ich kenne niemanden, der sowas benutzt. Ich kenne das nur so aus Film oder so. Also schreibt mir mal eure Gedanken dazu. Ich tue es mal auf einen neutralen Haufen, den ich nicht bewerten kann. So einen Haufen habe ich selten, aber manchmal gibt es den. Türchen 9. Türchen 9 sind Servierdringe in Rentierform. Ja, ist jetzt optisch nicht so meins, muss ich sagen, aber ist an sich schon eine süße Sache. 4, ich hätte vielleicht 6 gemacht. 4 ist aber, glaube ich, so Standard. Packe ich jetzt auf einen guten Haufen, weil ist an sich so ein schönes weihnachtliches Produkt. Türchen 10. Türchen 10 ist... Was ist das? Ist das eine Gardine? Nein, eine Schürze. Oh, krass. Okay. Das ist eine Schürze. Cool. Ah, okay. Mein Mann hat mir mal eine Schürze gekauft. Das hat mich voll gefreut. Da stand drauf... Ich weiß nicht, was drauf stand. Irgendwas mit... Irgendein Spruch, den ich hammer cool fand. Mit Liebe gekocht. Oder es gibt kein versalztes Essen, wenn mit Liebe gekocht wurde. Irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ich habe mich hammer gefreut darüber damals. Also eine Schürze für Hausfrauen kann ich mega fühlen. Finde ich hammer cool. Kommt für mich auch hier auf den guten Haufen. Und dann noch so ein weihnachtlicher Dings und so süß. Türchen 11. Türchen 11 ist ein Espresso-Set mit 4 Teilen. Also mit 2 Tassen und 2 Dingern in Weihnachtsdesign. Ist an sich cool. Google mal den Preis einfach random, damit wir auch so ein bisschen wissen, wo wir uns hier preislich bewegen. Ich persönlich kann da jetzt nichts mit anfangen, weil ich trinke keinen Espresso. Aber also ich gib meinen Gästen auch jetzt keinen Espresso, weil, keine Ahnung, weil ich halt keinen hab. Also, ja. Ich tu's, glaube ich, auf die Mitte. Ich weiß nicht, wie viele Leute Espresso trinken. Also, ich kenne mich damit nicht so aus, ehrlicherweise. Ach, guck mal, das Set hier kostet alleine 17, 18 Euro. Also 17,95 Euro. Wow, krass. Das ist heftig. Also, dann ist es auch nicht schlimm, wenn du mal so günstige Türchen hast, wenn eins so teuer ist. Ich weiß nicht, was kannst du denn noch darin trinken? Ja, obwohl, das ist schon ein krasses Produkt. Du musst ja kein Espresso
darin trinken. Und wenn du da irgendwie ein bisschen Kaffee reintust, ah, dafür sind sie zu klein. Oder einen kurzen. Ich weiß, ich pack's mal auf einen guten Haufen. Ja, doch, ich pack's mal auf gut, aber unter Vorbehalt, weil ich kenne mich damit halt nicht so aus. Aber wie gesagt, ich bin sehr... Schreibt mir auch gerne, wo würdet ihr das Espresso-Tassenset drauf tun? Interessiert mich. Türchen 12. Türchen 12. Ah, okay, sehr cool. Türchen 12 sind... Ja, das damit kriegst du mich halt, ne? Sind Servietten mit Weihnachtsdesign, Hunden drauf. Damit kriegst du mich. Guter Haufen. Weihnachtsservietten, egal welches Muster, damit hättest du mich bekommen. Manchmal ist es so leicht. Türchen 13. Türchen 13 ist eine Teetasse mit Borsilikatglas mit Sieb. Ach, krass. Ah, okay. Hier hast du deinen... Okay, cool. Hier hast du deinen losen Tee drinne. Und, ne, so eine Teetasse, krass, okay. Für Leute, die Tee lieben, ist das echt ein cooles Produkt. Guter Haufen. Ja, selbst wenn du keinen Tee liebst, Digga, kannst du das nehmen für normale Getränke. Aber an sich, also schon cool, also dass du auch dieses Siebding und so hast. Jetzt kommt Türchen 14. Türchen 14 ist von Ankerkraut, eine Früchtetee-Mischung. Ja, Ankerkraut weiß ich nicht, die haben ja einen Skandal gehabt, weil sie irgendwie verkauft haben und dies und das. Googelt selber dazu, ich will jetzt nichts Falsches wiedergeben. Ich hatte einen Kalender von denen getestet, weil sich das hammer viele Follower gewünscht haben und hab das mit dem Skandal nicht so krass mitbekommen, aber es ist mein Job, Sachen zu testen und zu gucken. Manche fanden es gut, manche fanden es schlecht und viele haben jetzt gefragt, ob ich noch einen Ankerkraut-Kalender testen kann. Da habe ich jetzt gesagt, nee, mache ich nicht. Muss jeder seine eigene Position finden. Hier hast du jetzt von Ankerkraut eine Früchtetee-Mischung. Das ist, sieht sehr krass aus. Das ist auf jeden Fall für mich ein schönes Produkt. Das kommt auf einen guten Haufen. Plus, es passt halt auch super zu der Teetasse. Das heißt, da hat man sich ein bisschen Gedanken gemacht und das finde ich sehr gut. Türchen 14. Jetzt kommt Türchen 15. Türchen 15 ist ein Geschirrtuchset. Sehr schön mit zwei Geschirrhandtüchern. Einmal in so einem weihnachtlichen Design, einmal in so einem normalen Design. Auch hier guter Haufen. Türchen 16. Türchen 16 ist Vollmilchschokolade. Sehr schön für ein Schokofondue. Digga, und wenn du kein Schokofondue machst, kannst du das bestimmt so naschen. Sehr schön. Guter Haufen. Wie viel Gramm? Das ist natürlich auch nochmal relevant für euch zu wissen. Von der Seidel-Konfisserie ist das. 200 Gramm. Türchen 17 ist, krass, ein Lunchpot, wo du 6 bis 8 Stunden dein Essen heiß hältst und 12 Stunden kalt. Den Preis google ich jetzt auch. Mepal Insulated Lunchpot. Das ist natürlich auch ein cooles Produkt. So, doch, das ist auch okay vom Reinpassen her. Guck mal, das kostet 33 Euro. Also ist es vielleicht, ich weiß nicht, ist vielleicht ein Produkt, wo man sagt, okay, Bruder, wie passt das in so einen Kalender? Aber ganz ehrlich, ich wüsste jetzt auch nicht, was erwartest du bei einem Möbelladen-Adventskalender? Also willst du jetzt ein Kissen irgendwie Stück für Stück zusammenbauen? Also da ist ja schon viel Vielfalt. Das verkaufen die auch bei sich im Online-Shop. Selbst wenn es ein Produkt ist, wo man sagt, die kriegen es nicht verkauft und sie packen es rein, ist es für mich ein praktisches Produkt, was meiner Meinung nach jeder gebrauchen kann. So, es hat einen krassen Warenwert, also mit 30 Euro. Also... guter Haufen. Jetzt kommt Türchen 18. Türchen 18 ist ein Bath and Shower Gel in so einer süßen Verpackung. 120 Milliliter Bade-Duschgel sind für mich immer gute Sachen. Das ist auch so ein super Produkt, Bro. Kannst du schön verschenken, wenn du mal kein Geschenk hast. Weißt du, wie ich meine? So mit der Verpackung und so ist schon cool. Deswegen auch guter Haufen. Plus ist ein Duschsachen sind für mich auch immer gute Haufen. Achso, das hat vielleicht auch relevant zu wissen. Die Duftrichtung Vanille Sugar. Türchen 19. Türchen 19 ist also ein Weinkorken-Ding mit Elch drauf. Wenn deine Weinflasche, wenn die noch nicht ganz leer ist und du die noch dingsen willst und einen coolen Dings brauchst, hast du so, ja, sehr viel Dings, sehr coole Beschreibung. Hast du so ein Ding in Elchform, also ein Korken. Ich kenne mich auch nicht aus mit Wein. Ich trinke nur Wein, wenn ich Liebeskummer. Das weiß ich nicht, ob das jetzt ein gutes Produkt ist. Kann ich auch nicht beurteilen. Kommt für mich deswegen auch in die Mitte. Also auf den mittleren Haufen. Jetzt kommt Türchen 20. Türchen 20 sind... keine Ahnung, steht nicht drauf, aber so Tischsets oder kleine Handtücher. Ich weiß es nicht, aber ich glaube kleine Handtücher, weil du hast nur zwei Stück davon. Ah, für einen Tisch, so als Tischdeko vielleicht, ne? Boah, das wird auch bei uns zu Weihnachten schön aussehen. Also das ist für mich auch ein schönes Produkt. Das kommt für mich auch auf den guten Haufen. Türchen 21. Türchen 21 ist Glitzerstaub. Wofür? Goldpulver. Ach, zum Essen. Also wenn du... backst oder so wahrscheinlich. Ah, Cake Stuff. Ja, wenn du backst oder so. Kann ich auch nicht beurteilen, wie ich das bewerten soll. Also wer jetzt was damit anfangen kann und was nicht. Du kannst ja für jede Art von Nachtisch benutzen. Deswegen packe ich es mal auf die Mitte. Es ist ein sehr schöner Glitzerstaub. Wie viel Milligramm oder Gramm? Wie viel Gramm sind das? Es sind 10 Gramm. Kann man für jede Art von Nachtisch benutzen. Kommt für mich auf die Mitte. Türchen 22. Türchen 22 sind 6 Kugeln. Weihnachtskugeln, gefertigt in Handarbeit. Ich zeige euch mal, wie die aussehen. Also so
oder so. Ja, dadurch, dass sie in Handarbeit gefertigt sind, sehen sie natürlich nicht so perfekt aus, als wenn sie maschinell gemacht sind. Das steht da aber auch, dass es zu Unregelmäßigkeiten oder so kommen kann, weil sie halt handgefertigt sind. Und die haben so... Oh, zweimal runtergefallen. Gleich ist es kaputt. So eine Öse haben die. Ja, ich feiere erst seit 2 Jahren Weihnachten. Also mit eigener Deko und so. Nee, seit einem Jahr. Letztes Jahr das erste Mal in unserem Zuhause mit eigener Deko. Deswegen kann ich auch hier nicht so gut zuordnen, ob das jetzt guter oder mittlerer Haufen ist. Ihr Dover wird es wohl nicht sein, weil ich kenne mich nicht aus mit Weihnachtsschmuck, mit dies, mit das. Das ist alles nicht so mein Film. Ich pack's jetzt mal auf den guten Haufen unter Vorbehalt, weil ich mich nicht so auskenne, weil ich aber denke, es ist ein gutes Produkt. So, weil es ist was für Weihnachten. Jeder, der Weihnachten feiert, hat einen Tannenbaum und sowas alles. Also denke ich. Türchen 23. Türchen 23 ist eine Weinflaschentüte. Ja, also kommt auf die Mitte. Ist hammerklug, wenn du Wein oder so verschenkst. Habe ich auch schon gesagt, du verschenkst Wein, weiß nicht, wie du es einpacken sollst, bla 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 bla. Aber dafür musst du halt Wein verschenken. Oder ich wüsste nicht, was sonst rein soll, keine Ahnung. Ist aber an sich schlau, so eine Geschenktüte zu machen. Also ich persönlich könnte die gebrauchen. So kommt für mich auf die Mitte, weil es setzt vielleicht voraus, dass du Wein verschenkst. Oder, na eigentlich kannst du doch andere Sachen reintun. Also es muss ja nicht unbedingt eine Weinflasche sein, irgendwas anderes. Nein, komm, kommt auf guten Haufen. So eine schöne, hochwertige Geschenktüte. Schlau. Jetzt sind wir auch schon durch. Jetzt sind wir bei Türchen 24. Türchen 24 ist von Bestron Sweet Dreams ein Fondue-Set. Ich habe auch jetzt direkt mal den Preis gegoogelt. 21 Euro kostet das. Und macht jetzt auch Sinn mit dem Schokokram. Und ich dachte sogar noch, aber ich habe es gar nicht ausgesprochen. Stell dir vor, da ist jetzt auch ein Fondue-Set drin. Hahaha. Schon krass. Also schon ein heftiges Türchen 24. Kommt natürlich auf den guten Haufen. Bro, du kannst Schokolade darin schmelzen. Was denkst du denn, auf welchen Haufen ich das packe, yo? Ich zeige euch jetzt mal die Haufen. Ich versuche es zumindest, weil der Tisch ist sehr voll. Wundert euch nicht, da hinten ist Drama und Chaos bei meinem Schminktisch. Wir haben halt einmal diesen Kerzenlöscher, den kann ich jetzt, ne, das ist der Haufen, wo ich gar keine Ahnung hatte, da bin ich gespannt auf eure Kommentare. Dann haben wir den mittleren Haufen mit diesem Korkending, mit diesem Goldstaub und diesen 4 Silikonbackformen. Und dann haben wir alles andere hier auf dem guten Haufen, also eine riesige Mischung aus Fondue-Set, aus Tee, aus Espresso-Tasse, aus Fondue-Schokolade, Tischdecke und. Also so sieht der gesamte Inhalt aus und ich muss sagen, das ist echt cool. Also ich muss sagen, ich bereue jetzt echt nicht, den Kalender gekauft zu haben. Ich hätte mir niemals geholt, wenn meine Follower nicht drum gebeten hätten. So, aber, also dass ich ihn mal teste und so, ne? Aber ich muss sagen, das ist echt ein cooler Kalender. Das ist mal was ganz anderes als nur Beauty oder nur Schminke, nur Pflege, nur Gewürze, nur Essen. Also das ist so ein weihnachtlicher Erwachsenenkalender, mit dem man was anfangen kann. Weißt du, wie ich meine? Der gut aufeinander abgestimmt ist, den würde ich mir nächstes Jahr nochmal holen. Also auch als Privatperson. Der gefällt mir richtig, richtig gut. So, auch für 100 Euro ist auf jeden Fall ein höherer Warenwert und auch so die Mischung an Sachen und so. Also krass, cool. Also den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, würdet ihr euch den Kalender holen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Das interessiert mich auf jeden Fall sehr. Und ja, das war es dann auch an dieser Stelle. In diesem Sinne, Digis, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen. We'll be right back.